So, da sind wir wieder zurück. Ja, wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, über die Kritik. Ja, wir sind natürlich jetzt hier am, ja, etwas Massen am Aufnehmen. Und deswegen können wir natürlich jetzt in diesen Videos nicht auf die Kommentare antworten. Genau. Vielleicht habe ich mir schon überlegt, werden wir mal so eine Folge machen, wo wir auf Kommentare antworten. Und die wird es immer zum Wochenende geben. Sowas machen ja zum Beispiel wie Waititi oder sowas. Ja, die machen das ja auch öfters. Genau. Und mal schauen, ob man sowas nicht mal einführt, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat vielleicht nichts mit Let's Play zu tun, aber so geht man auf seine User hier ein bisschen ein, finde ich. Und warum sollte das nicht funktionieren? Oder könnt ihr ja auch mal kommentieren, was ihr davon haltet. Genau. Andi, ich gehe mal ein bisschen tiefer. Hier ist alles nämlich noch dunkel. Ja, ich klatsche eben ein paar Zombies hier. Ja, wenn du Hilfe brauchst, schrei. Level 20. 37. Essen hier. Oh ja. Ja, ich esse auch schon, wenn so ein bisschen weg ist. Ich habe so viel Essen, aber Eisenerz schon wieder ohne Ende. Oh, ich habe jetzt auch schon wieder 30 Stück. Na, da oben kommt die Lava weg und dahinter ist Eisenerz. So, wie kriege ich jetzt die Lava weg? Indem ich mich nach oben haue, würde ich sagen, genau. Oh, blaue Farbe. Ist auch selten. Ne, blau ist nicht selten. Blau haben wir relativ häufig, ja. Oh, jetzt bin ich im Dunkeln. Sorry, Leute. Da habe ich mich gerade selbst eingebaut. So, jetzt haben wir die Lava zugemacht. Jetzt könnten wir uns eigentlich hier wieder nach unten buddeln. Und jetzt könnten wir eigentlich die Lava hier zumachen. Vielleicht stehen wir ganz kurz im Dunkeln. Dann hängen wir uns hier schon mal eine schöne Lafunzel hin. Ja, wir haben uns letztes Mal über die Kommentare in dem Sinne unterhalten. Hat derjenige die letzte Folge nicht gesehen. Der hat geschrieben, dass ich, wo ich die Folgen alleine gemacht habe, besser gemacht habe. Und mich und Andi würde gerne interessieren, was an den Folgen besser war. Und wäre schön, wenn er uns das schreiben würde. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin wieder auf dem Weg zu dir. Ja. Hier runterkommen. Genau. Und ruhig die Wahrheit schreiben. Ich betone es extra nochmal. Schreib bitte die Wahrheit. Was da dran besser war. Ich und Andi verkraften die Kritik. Wir wollen es ja natürlich auch hören, damit wir wissen, was wir besser machen können. Genau. Ja, das ist genauso, hat auch schon mal einer geschrieben, ja, Andi, seine Stimme mag ich nicht so gerne. Ja, der eine mag die Stimme, der andere mag die Stimme. Richtig. Mein Kollege guckt einen Let's Player, der findet den total geil, ja, aber ich mag den seine Stimme zum Beispiel nicht. Ja, ist genau das gleiche. Oh, ich bin voll, Andi. Ja. Kannst du das Eisenerz noch mitnehmen von mir da? Ja. Ich muss mal gerade mir hier ein Loch buddeln. Kannst du mir auch noch zwei Sachen rüberschmeißen, wenn du möchtest, drei? Ich mache mir gerade ein Loch hier, ich habe Müll. Achso, das Müll, okay. Feuersteine. Oh, meine Hose und meine Schuhe sind fast kaputt. Vorsicht hinter dir, nicht noch rückwärts laufen. Ja. Verrottetes Fleisch. Ja, jetzt machen wir hier das Ding wieder zu. So. Jetzt können wir weitermachen. So. Ja. Wir werden, das kann ich hier ja bekannt geben, ab wenn ich und Andi am 17.06., also ab heute, nehmen wir auf, ist die Battlefield 4 Alpha gestartet. Ab wenn wir einen Key haben, wird es sofort bei uns auf dem Channel Battlefield 4 geben. Genau. Das ist klar wie Kloßbrühe. Ob sofort Heckler und Steiner dabei sind, können wir nicht versprechen. Wir beide werden spielen. Es könnte sein, dass jemand Altes dabei ist, nämlich zum Beispiel ein Käumer. Das könnte passieren, wir können es nicht versprechen, aber kann passieren, dass der wieder da ist. Genau. Vorsicht hier.
Ich bin schon weg, weil hier ist. Ja, ja, ich meine noch nicht, dass du wiederkommst und hier erstmal direkt in die Lava jumps. Na, jetzt komme ich wieder. Dann springe ich jetzt in die Lava. Das ist auf jeden Fall das Anstreben, was im Sommer auf jeden Fall ansteht. Dann steht im Sommer DayZ an. Dann wird es bei Euro Truck Simulator vielleicht eigentlich den Patch geben. Minecraft wird ganz normal weiter fortgesetzt werden. Es könnte nur sein, dass wir eine Minecraft Adventure Map noch spielen werden. Ich weiß, wir rufen das schon lange auf. Aber wir haben was vor bei der Minecraft Adventure Map und das haben wir bis jetzt noch nicht hinbekommen. Und daher lasst euch überraschen. Genau. Dann, ja, großartige Spiele wird es ja im Sommer nicht geben. Und daher wird es wohl auch viel so nebenbei Sachen geben, die wir uns überlegt haben. Oh, hier ist alles voller Eisen noch. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Also ich nicht. Und hier sind wir gekommen. Da unten ist aber noch alles dunkel. Guck das ja mal an, hier ist alles dunkel. Oh, hier von hier unten kommen ganz viele Skelette. Wow. Ich gucke erstmal, was hier unten ist. Sackgasse. Und oben geht's auch nicht weiter. Okay, also hier ist Sackgasse, Andi. Ja, gut. Gut zu wissen. Hier waren wir noch nicht. Sonst gibt es auch eigentlich nichts Neues. Ah ja, hier auch nochmal zur Ankündigung, wer immer aktuelle News über Spiele haben möchte. Ich nehme jeden Tag aktuelle Folgen von Euro Truck Simulator auf und berichte immer von aktuellen 24-Stunden-News über neue Spiele, über Politik, über Hochwasser, was mich da allgemein aufregt. Wird auch gut kommentiert, muss man immer gut sagen. Und da geht es hauptsächlich nicht so um Euro Truck Simulator. Natürlich manchmal schon, ja. Wenn es natürlich da auch aktuelle News gibt, geht es da natürlich auch um Euro Truck Simulator. Aber es geht auch bei Euro Truck Simulator mal um Minecraft. Also, oder um Battlefield oder halt das, was die Welt uns gerade zum Zocken anbietet. Genau. Nicht vergessen in dem Sinne, dass da wir über aktuelle News berichten, einen andere Let's Player machen das halt in Minecraft, wir machen, oder ich mache das in Euro Truck Simulator. Weil sonst ist das... Oh, waren wir glaube ich auch schon komplett. Hier müsste doch eigentlich gleich unsere Kisten wieder sein, oder nicht? Nee, die sind hier lang. Aber da könnten wir eigentlich wieder mal hin. Genau, und nochmal leer machen. Mal wieder Zeit, ja. Zombie. Über uns ist noch einer. Ja, er kommt runter zu dir. Ja, hab ihn. Hier waren wir auch noch nicht. Dann gehe ich jetzt hier nochmal gerade gucken. Jo. Ah, hier ist. Eisenerz. Wow. Was ist? Der Creeper erschreckt mich hier. Oh, richtig über uns fallen ganz viele Zombies runter. Ah, dann ist da oben irgendwas, oder? Ja, da oben scheinen wohl noch Wege zu sein. Ja, hier ist ein Gang. Ah, hier, ja, da kommen sie von oben. Ja. Ja, da oben geht's gut ab noch. Also da sollten wir Kisten leer machen und dann mal hochgehen, glaube ich. Ja. Auch nicht. Aber denk daran, deine Dingens ruhig da reinzuwerfen, ne? Deine Diamanten. Ja, ja. Ich hab die ja schon reingeworfen. Ja. Ich hab keinen Bock. Ein Diamant habe ich ja nur. War da nur ein einziger? Was für eine geizige Stelle. Ich höre ein Skelett. Egal. Wo müssen wir lang? Hier lang. Und hier hoch. Und sind wir bei unseren Kisten. Tada! Jawohl. Und gleich alles wieder reinschmeißen. Eisenerz. Also ich habe jetzt mal sortieren. 3 Stacks und 7. Nur guck.
Gold, Steine, Kohle, 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 Holz. Ja, verrottetes wow. Fleisch und das Schwein. 3 Stacks und 7 Diamanten. Hammergeil. Schön wär's. Ja, mal abwarten, was wir noch so alles finden unterwegs. Wir sind ja echt noch nicht lange hier drinne. Nein, hier haben wir noch ein bisschen Rotstein, ein bisschen Kohle. Die Kohle, die behalte ich hier noch. Ja, Kohle nehme ich auch einen Stack wieder mit. Ja, ein halbes Stack reicht eigentlich. Soll da noch ein bisschen Holz drin? 2. Hast du noch in deinem Inventar? Nein, warum? Wofür? Dann muss ich jetzt irgendwelche abbauen. Wieso? So, hier sind Stangen. Stangen sind bei mir drin. Oh. Die Stangen habe ich bei mir im Inventar. Yes. Wie viel brauchst du? Ich habe jetzt schon. Achso. Okay, ich brauch. Gib mir doch noch ein paar. So. Jetzt habe ich noch 17 Stück. Ich kann aber gerade hier die mal nehmen. Naja, jetzt noch wieder 2 Sticks. Nehmen wir die auch nochmal mit. So. Ja, ich würde mal sagen, Andi, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter weg. Noch ein Eisenspitzhacke können wir gebrauchen. Mach dir doch eine. Da wollen wir noch 2 Stangen für. Schmeiß ich dir zu. Weil die muss ich ja mitnehmen. Ja. Jetzt haben wir keine. Da kommt irgendwas. Ich hör's. Da hinten sind die alle. Die Penner. Da hinten ist auch Licht, ne? Ja, und? Unser soll Lava-Licht sein. Lass mal hier einfach erstmal. Boah, die Zombies nerven hier. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal ein bisschen weiter hinten reingehen, glaube ich. Wir kommen gar nicht weit weg von unserem Hauptplatz. Da oben ist auf jeden Fall die Steine. Guck mal. Da drüber war der Spawner über uns. Da sind diese grünen Steine. Ja. Das ist ein neuer. Anderer. Deswegen hören wir auch so viele. Das ist ein anderer ist das. Ja, warte mal. Dann geh. Hast du Steine bei dir? 29 Stück, ja. Ah, gib mal gerade her. Genau da, wo die Fackel war. Und? Ach du Scheiße. Jetzt geht's ab, Alter. Vorsicht hinter dir. Nicht, dass du runterfällst, genau. Oh, mein Schwert ist kaputt. Ich muss essen, sonst sterbe ich. Komm, ich bin gleich down. Lauf einfach weg, lauf weg. Komm hier durch. Nein, ich bin noch okay, ich mach alles down. Ich meine, der letzte Sicherheitsabstand. Ja. Dann könnte dir nichts mehr passieren, wenn du hier durchgehst. Ja, alles down. Puh. Da ist noch einer. Ja, der ist gerade wieder gespawnt. Ich glaub, die Idee war nicht so gut. Ein Block zu viel gemacht, ne? Na, ich wollte reingehen und da oben Licht hinstellen, dass keiner mehr spawnt. Spawnt. Genau. Und ich glaube, ich habe das Licht auch geschafft, Andi. Ja. Ich bin oben drinne. Und alles jetzt down, Andi. Ich mache mal auch wieder Schwerter hier. So.
So. Kannst du mir ein Schwert mitbringen? Ja, Sekunde. Weil hier oben... Hier haben wir nämlich auch schon wieder ein halbes kaputt. Oh, ein Creeper. Der hat mich nicht getroffen. Ein kleiner Bastard. So. Was haben wir in der Kiste? Kein Eisen mehr. Federfall. Ja, soll ich die welche gerade runterwerfen? Ja, einen brauche ich. Auf dieser Seite werde ich... Oh, scheiße. Das war eine Schippe, die ich... Die habe ich wieder aufgehoben. Ja, nicht hier runter. Hier. Na, jetzt bin ich unten. Jetzt ist es egal. Oh, jetzt natürlich auch. Ach, was mache ich denn? Ding. Und zwei. Ja, Leute, ob das jetzt schlau war, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber es war wenigstens mal actionreichig. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir werden da oben in der nächsten Folge weitermachen. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten bei MikeCraft und denkt daran, kommentieren und liken. Das, was euch am gefällt, natürlich. Bis die Tage. Tschüss.